Tja, also geht schon ganz schön pfeffrig. Das ist der Running Gag hier. Heute schauen wir uns die neue Scorpion Evo 3A1 an. Genau, das ist das. Ja, das ist die neue Behördenmaschinenpistole von CZ. Also neu, die gibt es schon ein paar Jahre am Markt. Aber wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal ein Review über das hier. Weil es ja das Nachfolgemodell der sehr bekannten klassischen Scorpion-Maschinenpistole ist diese hier. Ja, also die Scorpion ist legendär, das ist einfach eine extrem kompakte Maschinenpistole, die ausgezeichnet ist in Punkten Zuverlässigkeit und von der Beherrschbarkeit auch. Super also, easy zum Schießen. Ja, sehr, sehr angenehm zum Schießen. Genau. Hat aber halt einfach das Kaliber 7,65 Browning, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß und deshalb ist die dann langsam in Vergessenheit geraten und es ist viele Jahre später dann dieses Modell hier rausgekommen, das ist einfach die Evo 3 A1, hat eine sehr hohe Schussrate, also die hat, also muss man sagen, wirklich Gift, das ist eine Giftspritze, das Ding. Und man hat auch mehrere Feuerwahlmodus, also man hat hier gesichert, dann Einzelfeuer, 3 Schuss Burst und dann den Dauerfeuer, wo man dann eine Kadenz von über 1000 Schuss in der Minute hat, fast 30 Schuss. Und hat auch hier ähnlich wie eine MP5 einen Durchladehebel seitlich, den man hier oben arretieren lassen kann. Und man hat auch einen Verschlussfanghebel, das hat die MP5 zum Beispiel nicht. Vom Schießen her muss man sagen, ist sie bedingt dadurch, dass sie ein Masseverschluss ist, schon ein bisschen härter, vor allem in der richtig hohen Kadenz. Also wenn man die auf Dauerfeuer stellt, dann wandert die auch vom Ziel raus. Der Schaft ist ganz cool, weil man den, abgesehen davon, dass er hier längenverstellbar ist, auch noch umklappen kann. Also durch ist dann das Gesamtmaß der Waffe sehr klein und auch gut so zum Transportieren. Schienen habt ihr seitlich, also ihr könnt auch Laser und Lichter montieren. Ja, genau, also alles was man heute halt einfach braucht, Zubehör, ist montierbar. Das Ganze hat einen Flash-Hider und so an sich ist sie halt auch, muss man sagen, in den USA schon sehr, sehr beliebt als halbautomatische Variante. Magpul macht dafür auch schon Zubehör und das heißt schon was, also das ist sicher dort eines der trendigsten 9mm Karabiner am Markt derzeit. In Österreich gibt es sie auch am Markt, in einer zivilen, längeren Ausführung. Genau. Ich mal her. Genau. In Österreich gibt es sie auch, aber nicht in dieser Version hier, weil die so vom gesetzlichen her zu kurz ist. Also die ist dann von unter 60 auf über 60 und umgekehrt zusammenklappbar und in Österreich sieht die so aus. Also kann man dann auch so erwerben. Die Variante schießt sich sehr angenehm, durch das das einfach länger ist, ist sie sehr kontrolliert im Schuss. Das kleine Ding ist halt, ja, kein Vergleich, die ist wirklich giftig, aber ist halt einfach ein Skorpion. Und wir haben uns überlegt, im nächsten Video werden wir sie vergleichen mit der ganz klassischen legendären MP5 Maschinenpistole. Und da könnt ihr dann schon gespannt sein, wie sie sich beide im Dauerfeuer vergleichsschießen. Bis dahin, bleibt dran und wir werden das Video dann in Kürze auch hochladen.